gefilmt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben immer noch die Sonic Elsos Shadows drin und ja, erstmal bauen wir hier diesen Erdbogen, was er doch immer sein sollte, ab. Ja, und dann verpisse ich mich nochmal in die Options. Das ist einfach, das ist schon mal schön. Aber mir fällt, glaube ich, ein, ja, war etwas zu laut die Musik. Grafikeinstellungen. Die kann man derweil mal ausmachen, wenn man in der Höhle ist. Aha. Den Fock mache ich wieder an. Grafikeinstellungen. Fast fertig. Zurück zum Spiel. Ich spiele ja wie eine gewissen. Immer noch mit dem. Oh, da unten ist ein Creeper. Habe ich noch Pfeile? Ja. Immer noch mit dem Game Booster, aber naja. 30 Frames und ein paar Ruckler in der Höhle. Bei den Shadows sind mir doch immer noch ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen zu wenig Frames. Ich werde, dämlicher Creeper. Fick dich. Boah, da hatte ich echt Glück durch. Ich dachte schon, mein Leben wäre beendet. Oder das Leben unseres Minecraft-Charakters. Wisst ihr was? Ich beende die Aufnahme mal ganz kurz. Tschüss. So, jetzt wieder am Anfang der Playlist und mit ein bisschen mehr Frames. Ich habe einfach nur auf Boost geklickt, nicht Wechsel in den Spielemodus. Ja, also daran lag es jetzt. Und das erste, was ich machen werde, jetzt hier neues Eisen abbauen. Wir haben ja, wir haben wirklich wenig in letzter Zeit. Hier nur 33 dabei, noch 2 oder 3 so zu Hause. Also nicht eingeschmolzene, dann noch die eingeschmolzenen. Die 30 Stück oder was das waren, ist jetzt nicht mehr gerade viel. So, wenn ich diese 30 Frames jetzt auch noch draußen halte, bin ich damit überglücklich. Ach, das nur damit ihr es wisst, ich habe völlig die Orientierung verloren, wo es hier rausgeht. Ich könnte mir jetzt noch mal die alten Aufnahmen ansehen, werde ich, denke ich, auch machen, aber jetzt nur nicht. Die Höhle ist ja noch lange nicht vollendet, oder besser gesagt abgeschlossen, da werden wir noch ein bisschen Spaß mit haben, denke ich mir. Sind wir aber auch nur auf eine große Höhle gestoßen. Oft ist es ja so, dass wenn man dann nach so Höhlen sucht. Meine Fresse, nein, jetzt, ich möchte kein Update machen, dämliches Avira. Na, oft ist es ja so, dass wenn man eine Höhle sucht und dann auch eine findet, dass dann nur so eine kleine Popelhöhle drin ist, wo 2 Eisen drin sind und 5 Kohle oder mehr auch nicht. Ne? Vielleicht auch nochmal ein Lapis Lazuli, aber was ja so ziemlich mit die der unwichtigste Stein ist, den es gibt, weil ich habe noch nie blaue Wolle verwendet, grüne hingegen schon. Also ist eine Kaktusfarm das nächste, was ich mir anschaffe. Ja, gut, dann. Aber hier ist jetzt auch schon wieder eine Menge Eisen. Boah, ich weiß nur damals, ich war so stolz, dass ich ein halbes Deck Eisen gefunden habe in meiner Minecraft-Anfangszeit. Was mir jetzt. Warum sind hier Cobblestones? Weil hier der Ausgang ist. Ja, geil, Leute. Ich habe den Ausgang gefunden. Hooray. Chewie ist doch nicht vollkommen orientierungslos. Oh, das hätte ich ja fast übersehen. Hier die riesen Eisenader. Aber ich glaube, wir haben noch längst nicht alles erkundet. Kann das sein? Oh, da hinten liegt jetzt noch einiges. Was ist hier so? Ja. Nichts mehr so weit. Wo ging es noch hier lang? Oh, so ein bisschen Kohle kann man immer noch mitnehmen. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben so wenig Kohle. Ich will jetzt demnächst nicht schon wieder rein müssen, ne? Jo, ich glaube, da hinten war noch einiges an Kohle. Ja, genau, da hinten habe ich ja noch nicht erforscht gehabt, da wo ich jetzt hingehe, weil ich dachte, das wäre noch zu nah an der Oberfläche. Wisst ihr, gerade rede ich hier von großen Höhlen. Was ist Höhle schon fast vorbei? Mache ich hier mal eine Fackel hin, damit hier nichts spawnt. Ach, da oben muss ich jetzt hin. Baue ich mich kurz hier hoch.
Hä? Ach hier. Hier war doch noch ein Kohleblock. Das wusste ich noch, dass da ein Kohleblock war. Es ist sogar mehr als ein Kohleblock. Als nur ein Kohleblock. Da ist die Fackel, die verloren gegangen. Lege ich da auch nochmal was hin. Ja. Übrigens, dieses neue Renderprogramm namens PowerDirector 10.0 Ultra 64 ist brillant. Muss ich einfach nur mal sagen. Meine Festplatte war noch nie so schön leer vorm Aufnehmen, weil ich render immer einfach alles weg. Das ist einfach nur unbelievable, ne? Das ist wow. Da gibt's eigentlich keine anderen Worte für. Wenn ihr selber Let's Plays macht, euch das Rendern zu lange dauert und ihr eine kleine Festplatte habt, nehmt PowerDirector. Ach ja, was ich noch anmerken wollte, vielleicht wird mal ein Part in Full HD kommen, nicht nur in 720p, weil ich habe 640 MB pro Part, Guden hat mit 5, ich habe 720p 30 Frames und dann 640 MB pro Part. Guden hat, was hat der noch? Full HD, 25 Frames pro Part, also 25 Frames die Sekunde und 450 oder 500 MB pro Part. Also das finde ich ist ein Unterschied, der gravierend ist. Das sind fast 200 Megabyte und ja, deswegen werde ich dann demnächst wohl anfangen, die Videos in Full HD zu rendern. Ich werde jetzt erstmal so eine kleine Testaufnahme, glaube ich, machen, damit ich mir sicher gehen kann, dass das auch was bringt, wenn ich das auf Full HD mit 25 Frames rendere. Ja. Ach ja, Bitrate ist auch dieselbe, ne? Er nimmt eine. Was nimmt der? 5000er, glaube ich. Irgendwie sowas. Jetzt gehen wir nochmal hier hinten hin, weil hier habe ich ja davon erzählt, dass ich hier noch nicht weiter lang gehen wollte. Weil es da rausgeht. Aber ich glaube, das war ein großer Fehler, weil es hier schon relativ weit reingeht. Oh, es regnet draußen. Ist ja wunderbar. Schade, dass ich kein Too Many Items mehr habe. Ja, super. Sonst würde ich mir jetzt den Regen ausmachen, weil der ist bei Minecraft einfach nur nervig, finde ich. Dieser penetrierende Ton, ne, der ist einfach voll für den Arsch. Gehen wir aber noch jetzt noch nicht raus. Wir warten einfach noch. Und reparieren dabei mal die Spitzhacke. Psst. Das wäre jetzt richtig mies. Bei den ganzen Sachen, die wir dabei haben. Das wäre auch auf Triakraft voll mies. Weil auf dem Server war es mal eine Zeit lang so, dass immer wenn man gestorben ist, alle seine Items weg waren. Und das ist einfach nur miserabel, finde ich. So ein Plugin werde ich mir garantiert nicht mit dem auf meinen Server holen, mit dem ich immer Minecraft aufnehme, mit einem guten zusammen. Den werde ich mir garantiert nicht holen, also dieses Plugin, weil das ist doch einfach nur voll für den Arsch. So oft wie Guden und ich sterben, das kann ja nichts werden. Ich meine, das wäre so wie, da fällt mir eigentlich kein Vergleich ein, aber naja. Bam, 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 bam. Wenn es mir in den nächster Zeit immer noch zu ruckelig läuft, werde ich wohl mal die Shaders wieder rausnehmen müssen. So leid es mir tut, weil ich finde die ja mittlerweile selber richtig, richtig schön einfach nur noch. Da unten steht ein Creeper, den werde ich jetzt aber erstmal da stehen lassen. Ein Creeper sein. Weil es hier unten noch weiter reingeht. Da unten steht auch ein Creeper, den werde ich da jetzt auch erstmal Creeper sein lassen. Wie viele Creeper hier einfach nur rumrennen. Früher waren die mal eine Besonderheit. Bis ich Gronkh geguckt habe, wusste ich gar nicht, dass es Creeper gibt. Weil ich noch nie einen gesehen hatte. Früher. Nee, ich hatte noch nie zuvor einen Creeper gesehen, bevor ich Gronkh geguckt hat. Und daher dachte ich irgendwie, das wär irgendwie ein Mod oder so. Aber war es dann ja schlussendlich doch nicht. Ach, scheiße, ich dachte, es wäre Erde. Dabei war das ein Stein. Oh. Zombie ist mir erstmal egal.
So. Dämlicher Zombie, verpiss dich. Meine Güte, Zombie. Ist jetzt gut hier. Hallo, dämlicher Creeper. Ah, das ist gut. Der konnte da nicht raus und hat mir deswegen auch nichts getan. Aber da oben werde ich jetzt nicht lang gehen, weil ich dann die Vermutung habe, dass der Creeper von hier hinten dahin kommt. Werde ich einfach mal da oben was hinsetzen, damit er nicht spawnt. Weil hier war ja auch noch ein Creeper. Da unten ist ja der kleine Pisser. Ja? Hallo? Wo bist du? Creeper? Scheiße. Ah, oh. Verpiss dich hier. Gut. Boah, das war mein letzter Pfeil, ey. Wenn das jetzt nicht... Oh, eine Spalte. Die Spalte hätten wir auch nochmal erkunden müssen. Ich habe das miese Gefühl, dass hier unten noch ein Creeper ist. Da oben ist er. So, komm her. Ich werde ihn einfach überrumpeln. So, super. Hat er sich dort abreagiert? Jo. Ah. Nein. Na, komm. Ich habe jetzt nichts anderes. Man muss nur Fackel genügen. So, komm. Jetzt. Ja, aber ich muss schon sagen, die Höhle hier ist echt riesig. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Aber das Eisen können wir... können wir nicht mitnehmen. Wir verpissen uns hier lieber. Und kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier in diese Höhle. Ich denke mal, ich werde jetzt noch ziemlich... also das ganze Eisen mitnehmen, was auf dem Rückweg auf uns wartet oder lauert. Und ja, dann werde ich auch schon wieder zurück nach Hause gehen, dort ein bisschen chillen, abhängen, das übliche Programm halt. Einfach damit hier nichts spawnt. Nochmal noch eine Fackel hin. Das Eisen kann ich doch jetzt nicht verschmähen, das muss mitgenommen werden. Vor allen Dingen, weil ich dann auch wieder ein Stack habe, das ist schön. Einfach noch mal eine Fackel hin und ja. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon mal überall waren. Also, dass das irgendwie so total verzweigt ist, das System. Alter, ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt geht das hier nur ewig weiter. Tut es aber nicht. Also, wenn wir wissen wollen, wo Kohle ist, gehen wir einfach in die Höhle und suchen ein bisschen. Wir haben ja hier echt genug Kohle. Okay, hier kann ich hoch. Wenn ich hier hochgehe, sollte ich eigentlich wieder... Ja, gut. Da bin ich vorhin. Habe ich vorhin den Creeper weggehauen. So, wunderbar. Bisschen Kohle noch. Obwohl, wie viel Kohle haben wir denn? Och, das reicht eigentlich, was wir da jetzt an Kohle haben, würde ich mal sagen. Ja, die Fackel, die muss jetzt leider da verschwinden. So, und dann komm her. Runter mit dir. Das hier muss auch noch weichen. Weil, wegen Eisen. So, komm mit. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Würde ich sagen. Oh ja, und machen uns dann mal auf den Rückweg. Sei denn, es ist Nacht, dann gehe ich nochmal rein und baue ein bisschen Cobblestone oder... Ähnliches ab. Habe ich eigentlich noch was? Nee. Oh, jetzt pisst das. Jetzt geht die Framerate bestimmt voll in den Keller.